Hallo, ich habe gestern ein Video geguckt und war begeistert. Das war ein Video von einer Spezialklinik, die Leute mit Impfschäden behandelt und das Ganze bezahlt die Krankenkasse. Ich mache jetzt mal der Reihe nach. Ich glaube, dass das Video ganz seriös ist, weil ich das auf dem Kanal von Beate Barner gefunden habe. Und das Video selbst ist von dem Telegram-Kanal, genau, corona-solution.com. Das ist auch eine Internetseite. Also, das ist auch so ein Verein, wo sich Ärzte und ich glaube Heilpraktiker zusammengeschlossen haben, um Impfgeschädigten zu helfen. Also das ist auch was Seriöses. Und da war halt dieses Video. Und die haben diese Spezialklinik neukirchen.de vorgestellt. Und gesprochen hat in dem Video der Arzt, der das leitet, das ist ein Professor Dr. John Ionesco. Der hat eine Dozententätigkeit an der Universität Bukarest und der leitet hier in Deutschland in Neukirchen, das ist in Bayern, diese Spezialklinik Neukirchen. Und der hat irgendwie 30 Minuten geredet und nur fachchinesisch medizinische Fremdwörter, die ich auch nicht verstanden habe. Aber ich bin sicher, dass andere Ärzte das verstehen und Heilpraktiker werden das auch verstehen, weil dieses ganze Labordiagnostik und Therapie, was der da erzählt hat, das habe ich alles schon gehört. Ich bin Laie, ich bin keine Ärztin, keine Heilpraktikerin, ich bin nur Laie. Aber diese ganzen Wörter, die der gesagt hat, habe ich schon mal gehört bei Dr. Carola Javed-Kistel, bei Rolf Krohn, bei Dr. Alina Lessenig, bei Florian Schilling. Habe ich alles schon mal gehört. Nur ich habe leider selber überhaupt keine Ahnung. Trotzdem möchte ich dieses Video wärmstens empfehlen, auch an Leute, die in ihrem Umfeld Leute mit Impfschaden haben, weil ich habe ja gestern gesagt, wie schwer das ist, Leuten, die einen Impfschaden haben, zu vermitteln, dass die einen Impfschaden haben, weil die wollen das ja nicht hören. Aber die Zeit wird irgendwann kommen und dann werden diese Leute sagen, meine Beschwerden gehen nicht weg und ich habe so schlimme Beschwerden und dann erzählen die einem zum, ich weiß nicht wievielten Mal, dass sie schlimme Beschwerden haben und dann kann man irgendwann sagen, guck doch mal im Internet bei dieser Spezialklinik Neukirchen und guck mal, was du da für Hilfe und Beratung bekommst. Man kann sich in diese Klinik einweisen lassen für 3 Wochen und das bezahlt die Krankenkasse, wenn man gesetzlich krankenversichert ist. Also jeder normale Angestellte, der gesetzlich versichert ist oder Arbeiter, egal, da zahlt das die Krankenkasse. Wenn man privat versichert ist, dann muss man wohl vorher die Krankenkasse fragen und dann würden die das wohl aber sehr wahrscheinlich auch übernehmen. So, das heißt, man kriegt in 3 Wochen das komplette Programm und das bezahlt die Krankenkasse. Und so wie dieser Professor Ionesco sagt, geht es den Leuten hinterher besser. Der macht Darmsanierung. Der macht vorher natürlich erstmal eine vernünftige Diagnostik, weil jeder Mensch einen anderen Impfschaden hat, so wie er sagt. Die sind nicht alle gleich. Und dann macht er Therapie. Und er sagt, nur wenn der Darm eine gesunde Darmflora hat, dann können die guten Mittelchen, die der verschreibt, auch anschlagen. Weil wenn der Darm
gar nichts aufnehmen kann, dann muss man auch keine guten Medikamente geben, weil dann kann der Patient das eh nicht über den Darm aufnehmen. Also die machen wirklich gründliche Arbeit und er sagt, dass viele Symptome und Beschwerden deutlich besser werden unter den 3-wöchigen Behandlungen. Und das sage ich jetzt einfach so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich war dieses Video irgendwie so interessant, dass ich dachte, das muss ich mal weitergeben. Und jeder muss selber für sich entscheiden, ob er sowas weiterempfiehlt oder nicht, ob das gut ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin Laie. Und trotzdem möchte ich jetzt ein bisschen Stichwörter weitergeben, die ich mir rausgeschrieben habe, weil ich den Eindruck hatte, dass das vielleicht für andere Ärzte oder für andere Heilpraktiker interessant sein kann. Und ich habe mir hier so einen ganzen Zettel rausgeschrieben. Das kommt in dem Video vor und wird auch schriftlich in dem Video gezeigt. Und ich habe von diesem Video an der Stelle, wo das schriftlich gezeigt wird, einen Screenshot gemacht. Und das habe ich auf meinen Telegram-Kanal gestellt und das Video natürlich auch. Ich habe ja schon mal gesagt, Telegram-Kanal, Rosas Kanal ist mein Kanal. Und da habe ich das gestern am 15. April eingestellt. Also kann man da auch finden. Ich lese jetzt die Stichworte vor. Ich bin Laie, das ist keine Empfehlung. Ich erzähl einfach nur, was ich gestern in einem Video gesehen habe. Und jeder muss für sich selber entscheiden, ob er das jetzt gut findet oder wie auch immer. Ne? Ich betone das so, weil auch Leute meine Videos gucken, die, ich sag mal, von der anderen Seite sind. Und bevor die sich jetzt die Mühe machen und mich anschreiben, dies ist keine Empfehlung. So. Also wenn man da hinkommt als Patient, dann werden Labortests gemacht, um herauszufinden, ob man ein Post-Vac-Syndrom hat, also einen Impfschaden, oder ob man Long-Covid hat. Das heißt, man hat eine Virusinfektion durchgemacht und fühlt sich danach schlapp, aber man ist nicht geimpft. Also das unterscheiden die. Aber ich denke mal, interessant ist diese Klinik vor allem für Leute, die einen Impfschaden haben. Und die machen hier folgende Labortests. Ich lese jetzt nur mal die Stichpunkte vor. Covid-spezifische Antikörper. Post-Covid-Syndrom-Autoantikörper. Nicht-Covid-spezifische Antikörper, virale Serologie, Stoffwechselmarker, Entzündungsmarker, Marker für Herzmuskelschädigung und Gerinnung, Immunsystemstatus. Das sind die Labortests, die die abnehmen. Und jetzt mache ich noch mal ein bisschen feiner. Ich sage den Hauptpunkt und dann sage ich noch ein, zwei kleine Unterpunkte. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe einfach nur beispielhaft wieder, wie die zum Beispiel diese Hauptpunkte mit Inhalt gefüllt haben. Ich weiß, das ist jetzt langweilig, aber vielleicht ist dieses Video irgendwie mal interessant für irgendeinen Hausarzt. Weil dieser Professor Ionesco, der diese Klinik leitet, hat gesagt, dass ein Riesenproblem ist, dass die Hausärzte in Deutschland diese integrative Medizin, so heißt das, nicht kennen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Hausarzt gehe und sage, könnten Sie mir mal bitte nicht
Covid-spezifische Antikörper abnehmen, dann sagt er, was ist los? Das heißt, die kennen das, so wie ich verstanden habe, nicht. Ich bin Laie, ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich habe verstanden, dass dieser Professor Ionesco von der Spezialklinik Neukirchen eine Labordiagnostik kennt, die die meisten Hausärzte nicht kennen. Und davon abgesehen wissen viele Hausärzte scheinbar, ich weiß es nicht, aber scheinbar auch nicht, dass viele Menschen nach der Impfung einen Impfschaden haben. Und die kennen diese spezielle Labordiagnostik, mit der man das rausfinden kann, auch nicht. Und deswegen sagt der Professor Ionesco, dass viele, viele Ärzte eine Weiterbildung brauchen. So, ich mache jetzt mal noch mal diese Hauptpunkte und sage ein kleines bisschen was dazu. Ich bin Laie und ich kann nur hier diese Wörter wiedergeben und vielleicht hilft das irgendeinem. Also, wenn ich einen Labortest mache, wo Covid-spezifische Antikörper getestet werden, dann guckt man, ob da Antikörper gegen Spike-Protein sind und Antikörper gegen Nukleokapsid. Also Antikörper werden dann gesucht mit dem Test. Und dann der nächste Punkt, Post-Covid-Syndrom-Autoantikörper. Da wird dann geguckt, nach Autoantikörpern gegen ACE2 und Interleukin. Was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Also der nächste Punkt, nicht-Covid-spezifische Antikörper werden mit einem Test rausgefunden. Und das sind sogenannte Titer. Der nächste Punkt, virale Serologie. Da wird das Serum untersucht. Nächster Punkt, Stoffwechselmarker. Zum Beispiel ist das Coenzym Q10, Vitamin D2, D3 Ratio und reduziertes Glutathion. Das sind Stoffwechselmarker. Nächster Punkt, Entzündungsmarker. Zum Beispiel freie Radikale im Vollblut. Nächster Punkt, Marker für Herzmuskelschädigung und Gerinnung. Zum Beispiel jetzt fürs Herz CK und CKMB und Troponin. Und Marker für Gerinnung D-Dimere und Fibrinogen. Nächster Punkt, Immunsystemstatus. Zum Beispiel TH1, TH2, Zytokine und Testen auf Alkat auf 100 Nahrungsmittel und 50 Chemikalien. Also da wird ganz vieles getestet. Das sind die Labortests. Und wenn das alles getestet ist und man unterscheidet, dann ist das ein Impfschaden oder ist das ein Long-Covid, also jemand, der nur die Krankheit durchgemacht hat, aber nicht geimpft ist. Wenn man das alles sauber getestet und unterschieden hat und Zahlen am Tisch hat, dann wird individuell eine Therapie gemacht. So. Da gibt es auch Punkte. Ich lese erstmal die Hauptpunkte vor und dann mache ich wieder die Unterpunkte. Also die Hauptpunkte für die Therapie. Eine lokale antivirale Therapie wird gemacht. Zweiter Punkt, systemische antivirale Therapie. Also lokal heißt nur an einer Stelle, zum Beispiel in der Nase oder im Mund oder sonst wo.
Und systemische antivirale Therapie heißt, der ganze Körper wird behandelt. So, nächster Punkt. Immunmodulation. Anti-Entzündung. Da wird irgendwas am Immunsystem gemacht. Nächster Punkt. Energetik und kardiovaskulärer Aufbau. Da wird irgendwas am Herzen gemacht. Nächster Punkt, Anti-Spike-Therapie. Nächster Punkt, Detox-Verfahren. Nächster Punkt, Darmsanierung. Nächster Punkt, personalisierte Diätpläne. Also Essen. So, ich fange noch mal von vorne an. Lokale antivirale Therapie. Da wird dann irgendwas gemacht. Ich sag mal, da wo etwas gefunden wurde durch die Testerei, Nase, Mund oder sonstige Stellen. Systemische antivirale Therapie, da wurde gesagt, zum Beispiel mit Ivermectin. Nächster Punkt: Immunmodulation, Anti-Entzündung. Da wurde gesagt, zum Beispiel hochdosiert Vitamin C. Nächster Punkt, Energetik und kardiovaskulärer Aufbau. Da wurde gesagt, die Leute haben oft eine bleierne Müdigkeit und das ist mit Energetik gemeint. Die haben keine Kraft mehr und da wird an dem Thema gearbeitet und natürlich am Herzen, dass das Herz wieder behandelt wird. Dann Anti-Spike-Therapie. Da wurde zum Beispiel gesagt, Nattokinase. Das ist so ein ganz bestimmtes, ich glaube, das sind fermentierte Sprossen, hatte ich neulich mal gesehen. Die sehen nicht schön aus, aber die sind gesund. Ich habe das mal gesehen bei, ich glaube, bei Friederike de Bruijn auf dem Kanal. Das essen die Japaner. Ist sehr gesund. Das ist Anti-Spike-Therapie. Und zum Beispiel auch Plasmapherese. Das ist ja so ein Verfahren. Ich sage da jetzt nichts zu, weil ich kann das nicht erklären. Aber den Begriff habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Da wird irgendwie das Blut komplett, keine Ahnung, gereinigt oder so. Und dann nächster Punkt, Detox-Verfahren. Und da wurde zum Beispiel N-Acetylcystein gesagt. Mit dem Mittel machen die dann Detox. Dann nächster Punkt, Darmsanierung. Das heißt, es wird eine physiologische Darmflora wiederhergestellt, wie auch immer die das machen. Und das letzte war personalisierte Diätpläne, also Essen wird auch so zusammengestellt, dass das die Gesundheit positiv beeinflusst. Ich habe, wie gesagt, diese ganzen Sachen auf meinem Telegram-Kanal als Video und als Screenshot und man kann auch hier selber nachgucken auf der Internetseite von dieser Klinik, wo der Professor Ionesco Leiter ist und wahrscheinlich kann man da auch Auskunft bekommen. Ich finde das Video, das ich habe mich gestern richtig gefreut, weil ich jetzt irgendwas an der Hand habe, was ich anderen Leuten geben kann. Und ich muss jetzt nicht mehr sagen, such dir hier und da und dort das Wissen selber zusammen, sondern ich kann jetzt sagen, es gibt jemanden, der kann dir das vermitteln und das auf dich individuell zusammenstellen. Und ob das gut ist, weiß ich nicht. Ne? Ich sage jetzt gerne nochmal, ich bin Laie. Das ist keine Empfehlung. Es ist einfach nur, ich habe gestern Medien geguckt und ich gebe jetzt einfach einen Medienhinweis. Ne? Und was gut ist, muss ein Arzt entscheiden. Aber man kann zum Beispiel zu seinem Hausarzt gehen und sagen,
Lieber Hausarzt, guck dir doch mal die Internetseite von dieser Spezialklinik an oder guck dir mal das Video an und dann lass uns mal zusammensprechen, ob ich nicht vielleicht mit meinen komischen Beschwerden sowas wie einen Impfschaden habe. Das kann man machen. Also man muss reden, man muss irgendwas haben, worauf man sich beziehen kann und vielleicht muss dann der Hausarzt was Neues lernen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich lerne mein ganzes Leben lang und ich finde, wenn man ein guter Behandler sein will, egal, ne, ob man jetzt ein Heilpraktiker ist oder ein Arzt oder ein Sozialarbeiter oder ein Psychologe, man muss immer was lernen. Und das war auch das, was dieser Professor gesagt hat. Viele Ärzte brauchen eine Weiterbildung in dieser integrativen Medizin, so nennt er das. Und ein anderes Stichwort war Umweltmedizin. Also dieser Professor, der hat sich wohl jahrzehntelang mit Umweltgiften beschäftigt und wie man die wieder aus dem Körper rauskriegt. Und jetzt, na, muss man nicht erklären. Gibt viele Sachen, die in der Umwelt vorkommen. Und wenn ich dann diese Luft atme, dieses Wasser trinke und diese Nahrungsmittel aus dieser Umwelt zu mir nehme, dann habe ich irgendwann diese ganzen Sachen auch im Körper. Und das ist halt, ich sag mal, ein gut gehütetes Geheimnis. Und ich kann mir vorstellen, dass Ärzte darin nicht so ausgebildet sind, ne? Weil das ist ja irgendwie ein Thema, wo man dann auch mal Fragen stellt, ne? Wie kommen bestimmte Stoffe in meinen Körper? Und so weiter. So, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und guckt mal selber und macht euch selber ein Bild. Bis dann.